Wie oft denkt ihr, boah, bin ich gestresst? Ich glaube, die allermeisten von euch kennen dieses Gefühl, überfordert zu sein und dass alles viel zu viel ist. Genau darum geht's in diesem Film. Das ist keine gewöhnliche Folge von Die Frage, sondern der erste von drei Teilen einer Doku-Serie, an der ich in den letzten Monaten gearbeitet habe. Und ich bin total froh, dass ich sie euch auch hier zeigen darf und bin mega gespannt auf euer Feedback. Und noch ein kleiner Hinweis, wir haben den Film fertiggestellt, bevor der Krieg in der Ukraine begonnen hat. Und deswegen werden wir die aktuelle Nachrichtenlage darin auch nicht thematisieren. Wir haben ganz schön viele Probleme gerade. Klimakrise, Corona-Pandemie, Ungerechtigkeit. Black Lives Matter! Black Lives Matter! Und dann sind wir auch noch ständig online und vergleichen uns mit anderen. Auf Instagram fühlt es sich manchmal so an, als wären alle so perfekt. Kein Wunder, dass viele von uns gerade am Anschlag sind. Gerade die Jüngeren treibt die Sorge um das Klima regelmäßig auf die Straße. Wie kann es so weitergehen und wie kann weiter so gegen die Wissenschaft gearbeitet werden? Und dann ist es doch schon in gewissem Maße eine existenzielle Angst. Eine bedrohliche, stressige Welt. Wie geht's euch eigentlich? Ich habe einen echt schönen Job. Ich bin Reporter und ich treffe für mein Reportageformat Die Frage wahnsinnig viele spannende Menschen, die ich bei Herausforderungen begleiten darf, die in Krisen stecken oder psychische Probleme haben. Was mache ich hier eigentlich? Klar habe ich manchmal Zeitdruck. Klar passiert oft alles gleichzeitig. Stress eben. Das kennt ihr aus eurem Leben sicher auch. Und der Stress wird nicht weniger. Im Gegenteil. Seit 1997 hat sich die Zahl der Fehltage von ArbeitnehmerInnen wegen psychischer Probleme verdreifacht. Ein Großteil leidet an Anpassungs- und Angststörungen sowie an Störungen mit veränderter Stimmungslage wie Depressionen und Manien. Oft ist Stress der Auslöser. Stress ist die Ursache für ganz viele Erkrankungen. Um diesen Stress und was Forschende dagegen tun wollen, darum soll es in dieser dreiteiligen Doku gehen. Und als erstes befasse ich mich mal mit diesem Ding hier, auf das ich, wie viele von uns, ständig schaue. Und auch das stresst uns. Ich will mich heute ein bisschen umhören. Wie viel Zeit verbringen Leute an ihrem Smartphone und wie geht's ihnen damit? Könnt ihr kurz stehen bleiben? Hast du kurz einen Moment? Okay. Überfall. Hi. Könnt ihr mir mal eure Screentime zeigen vom Handy? Screentime? Ja. Oder sag erst mal, wie viel ihr schätzt, wie viel ihr so am Handy rumhängt. Ich würde sagen, so 6 Stunden. 6 Stunden? 8 Stunden, 7 Minuten? Ja. Doch noch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Man kriegt ja immer so eine Meldung, so viel Zeit ist ihre Bildschirmzeit diese Woche. Da bin ich selber immer ein bisschen erschrocken. Ich glaube, es beträgt so um die 7 Stunden bei mir. 7 Stunden. Findest du viel oder wenig? Zu viel, viel zu viel. 2 Stunden 14. 2 Stunden 14. 3 Stunden. 3 Stunden 46. 11 Stunden. 11 Stunden. Das ist mir sicher auch schon passiert, aber in der Zeit fliegen manche Menschen in die Karibik. Schauen sich Harry Potter 1 bis 4 an oder laufen mal eben 3 bis 5 Marathons. Und hast du das Gefühl, du hast es gut unter Kontrolle, wie viel du so am Handy bist? Jein. Also ich habe einen extra für Instagram zum Beispiel eine Kontrolle gemacht, dass nach 15 Minuten eigentlich mein Instagram sagt, ja, ist vorbei für heute. Warum hast du das gemacht? Weil ich mich selber kontrollieren musste. Im Schnitt verbringen wir übrigens gerade 227 Minuten im Internet. Also ein bisschen unter 4 Stunden pro Tag. Bei den 14- bis 29-Jährigen sind es sogar knapp 7 Stunden. Das ist schon total interessant. Jeder und jede, die ich gerade gefragt habe, meint eigentlich, dass er oder sie zu viel am Handy ist. Und ehrlich gesagt geht es mir auch so. Ich kann gar nicht genau sagen, wie viel ich am Handy bin. Aber dafür habe ich die letzten Wochen mal meine Bildschirmzeit aufzeichnen lassen. Eben gerade war so der Durchschnitt so zwischen 3 und 6 Stunden. Und ich würde tippen, dass es bei mir irgendwo da in der Mitte ist. So, 4 Stunden 15. Also finde ich auf jeden Fall schon ganz schön viel. Ich dachte eigentlich, ich habe ein bisschen gehofft, dass es weniger ist. Wir alle haben das Gefühl, wir sind zu viel am Handy. Ich frage mich, was macht das eigentlich mit unserer Psyche?
Ich treffe jemanden, der aus eigener Erfahrung sagen kann, wie das Internet und unsere mentale Gesundheit zusammenhängen. Hallihallo, ihr süßen Damen. Valentina Vapo bloggt, seitdem sie 13 ist. Auf YouTube und Insta folgen ihr über 100.000 Leute. Und Valentina war auch schon in Therapie wegen Depressionen. Valentina spricht auch sehr offen über ihre psychischen Probleme. Ich möchte von ihr wissen, wie hängen für sie mentale Gesundheit und Social Media zusammen? Hallo. Hallo, Valentina. Schön, dich kennenzulernen. Ich komme einfach, soll ich die Schuhe ausziehen? Ja, gerne. Valentina, ich habe mich umgehört bei ein paar Leuten, wie viel Zeit sie mit dem Handy verbringen. Und eigentlich haben alle, die ich gefragt habe, gesagt, auf jeden Fall zu viel. Ich weiß nicht, das ist ja eigentlich auch dein Beruf, am Handy zu sein. Deswegen würde mich mal total interessieren, wie eigentlich deine Screentime aussieht. Hast du dein Handy irgendwo? Ja, ich kann es mal hier noch holen kurz. Also tatsächlich versuche ich es auch in letzter Zeit ein bisschen zu reduzieren. Ist natürlich, wie du sagst, schwierig. Was schätzt du denn? Boah, also in schlechten Tagen so 6 Stunden, an guten Tagen 2. Also hier ist von der letzten Woche 2 Stunden tatsächlich nur. Wow, Mir ist eine Stelle aufgefallen in einem deiner Videos. Also irgendwann im Sommer hast du das Video veröffentlicht und es ging darum, dass du gesagt hast, du hast in der Zeit an Gewicht verloren und hast beschrieben, so welchen Einfluss das hatte auf deine Reichweite und auf auf die Reaktionen bei Social Media. Und da sagst du... Und die Leute haben halt, wie gesagt, sehr positiv darauf reagiert, dass ich abgenommen habe. Also alle haben mir mehr Komplimente gemacht. Meine Instagram-Zahlen sind alle hochgegangen. Bilder hatten mehr Likes. Weil ich halt, wie gesagt, mehr so diesem Special Skinny, diesem Instagram Skinny sowas, was halt krasser ist irgendwie, entspreche. Und habe dann deswegen eine Angst entwickelt, wieder zuzunehmen, weil mein Körper und Likes und Zahlen und Komplimente und sowas in den sozialen Medien sind ja direkt verknüpft mit meinem finanziellen Erfolg, mit meinen, wie viel Kooperation ich bekomme. Also, das wirkt so für mich wie ein riesengroßer Druck, irgendwie perfekt zu sein. Und ich frage mich, was dieser Druck so mit dir gemacht hat in all der Zeit auch. Und jetzt speziell auch in der Situation. Was hat es in dir ausgelöst? Das war halt eine sehr, sehr krasse Zeit, weil ich halt nicht abgenommen hatte, um irgendwie besser auf Social Media zu sein, sondern weil es mir psychisch sehr schlecht ging eigentlich. Und dann daraus so ein positives Resultat zu bekommen, also positiv im Sinne von Business, Instagram-mäßig, war halt für meinen Kopf auch total schwierig, weil ich dann eigentlich zum ersten Mal angefangen habe, meinen Selbstwert so sehr daran zu knüpfen. Und ich musste erstmal wieder lernen, dass das eben nicht das Hauptding sein soll, worüber ich irgendwie meinen Wert als Mensch so definiere. Und wer bin ich und wer möchte ich auch wirklich sein? Und was sind Dinge, die ich eigentlich gar nicht will und gar nicht brauche, aber bei denen ich mich unter Druck gesetzt fühle, dass ich das sein muss. Mhm. Und da so eine Trennlinie zu ziehen, das ist sehr schwer, aber du musst es halt auch können, um in diesem Job so zu überleben. Sonst geht's halt nicht. Was würdest du denn sagen, wie verändert denn Social Media so unsere Gesellschaft, auch gerade so wir jungen Menschen, die so noch mehr Zeit am Smartphone verbringen? Ich glaube, ein sehr, sehr großer Teil ist, dass wir vor allem als junge Heranwachsende konstant mit unerreichbaren Idealen überschwappt werden in einer Masse, die vorher nicht existiert hat. Also klar gab es irgendwie in den 90ern die Supermodels und so, die man auf MTV und in der Zeitschrift irgendwie gesehen hat, aber es war nicht konstant da und es war auch nicht diese Masse. Mhm. Und da dieser konstante Vergleich mit anderen ist, glaube ich, eins der größten Gründe, warum auch junge Menschen teilweise so unglücklich sind. Mhm. Dieser ständige Vergleich mit anderen löst in uns also Stress aus. Wie ist eigentlich die Studienlage zum Thema Social Media und psychische Gesundheit? Mein Team und ich haben da ein paar Studien durchgearbeitet. Und wir haben festgestellt, es ist gar nicht so einfach, da was Belastbares zu finden. Es gibt zwar Studien, die einen Zusammenhang zwischen Social Media und psychischen Störungen finden, aber diese Korrelation ist oft sehr gering. Und bisher konnte keine Studie klar belegen, dass Social Media auch wirklich der kausale Grund für Depressionen oder Angststörungen ist.
Dafür bräuchte man ziemlich aufwendige Experimente und die gibt es bisher einfach noch nicht. Generelle Aussagen, dass uns Social Media oder Instagram krank machen, die sind eher schwierig. Dafür gibt es einfach nicht genügend belastbare Zahlen und das ist auch schwer nachzuweisen. Was ich aber ganz interessant fand, es gibt spannende Studien zum Thema Selbstwert und was dieses sich mit anderen vergleichen mit unserer Psyche macht. Das passiert auf Social Media ständig und das kenne ich auch von mir selbst und das ist wissenschaftlich belegt. Das Vergleichen kann sich negativ auf unseren Selbstwert auswirken. Vor allem dann, wenn man auch schon vorher Probleme damit hatte. Und was mir bisher noch nicht so klar war, wer ein geringes Selbstwertgefühl hat, der ist auch anfälliger für Stress. Schauen wir uns mal Stress an sich genauer an. Ich habe einen Wissenschaftler gefragt, was eigentlich die Wissenschaft unter Stress versteht und welche Rolle der Stress für unsere mentale Gesundheit spielt. Hi Matthias. Hallo Frank, grüß dich. Also. Matthias Schmidt erforscht am Max-Planck-Institut in München die Grundlagen von Stress und damit in Zusammenhang gebrachten Erkrankungen. Bei Mäusegruppen untersucht er, wie Stress entsteht und welche Rolle dabei Gene und Umwelt spielen. Matthias, was genau ist eigentlich Stress? Ja, Stress ist ja so ein Konzept, was eigentlich jeder kennt. Aber wenn man es definieren will, dann kommen die meisten Leute immer mit Beispielen. Sagen, ja, Stress ist, wenn ich irgendwie wahnsinnig früh aufstehen muss und ganz viel Arbeit habe. Aber eine Definition von Stress ist irgendwie so ein bisschen nicht so ganz greifbar. Also was man sagt eigentlich, ist, dass Stress ist eine Auslenkung der Homöostase, der Balance, die man hat. Unser Körper mit seinen physiologischen Systemen sollte immer in Balance sein. Wenn physische Stressoren wie zum Beispiel Hunger, Kälte, ein Infekt oder psychische Stressoren wie zum Beispiel Zeitdruck oder Einsamkeit auf uns wirken, gerät diese Balance ins Wanken. Unser Körper will das Gleichgewicht wiederherstellen. Dann kommen Hormone ins Spiel, die dann besonders ausgeschüttet werden, die sogenannten Stresshormone, und die führen dann zu einer Stressreaktion. Im Allgemeinen kann man sagen, dass die Stressantwort und die Stressreaktion eigentlich eine sehr positive Sache ist, wenn sie zeitlich begrenzt und kontextspezifisch ist. Was genau passiert denn im Körper, wenn ich gestresst bin? Also wenn man einer Stresssituation ausgesetzt ist, dann gibt es einige Hormonsysteme, Hormonkaskaden, die anspringen. Eine kennt man eigentlich sehr gut, das ist das sympathische Nervensystem. Das kennt man daher, weil es A sehr schnell funktioniert und B merkt man das. Also wenn ich einer akuten Stresssituation ausgesetzt bin, ja, dann merke ich natürlich, wie Adrenalin ausgeschüttet wird, schwitzt vielleicht ein bisschen mehr, der Herzschlag geht hoch. Das sind diese ganzen vegetativen Systeme, die dann angeschaltet werden und das merke ich auch im Körper. Von Adrenalin haben wir wohl alle schon mal gehört. Das ist ein akutes Stresshormon. Das heißt, der Adrenalinspiegel steigt schnell und sinkt schnell wieder ab. Ein wichtiges anderes Stresssystem, was man gar nicht so akut merkt, ist die Hypophysen-Nebennierenachse. Das ist ein System, was eher ein bisschen langsamer anspringt. Matthias spricht vom Stresshormon Cortisol. Es folgt unserem Tag-Nacht-Rhythmus. Der höhere Cortisolspiegel am Morgen hilft uns, zum Beispiel aus dem Bett zu kommen. Und gegen Abend sinkt er wieder ab. Wie bei Adrenalin produziert unser Körper Cortisol, um besser mit stressvollen Situationen umgehen zu können. Zur richtigen Zeit und im richtigen Maß ausgeschüttet, macht uns Cortisol leistungsfähiger, steigert die Konzentration und macht uns unempfindlicher gegen Schmerz. Wenn wir aber chronischen Stress haben, kann unser Cortisolspiegel dauerhaft erhöht sein. Und das ist schlecht für unsere Gesundheit. Schlafstörungen, Herzerkrankungen, Konzentrationsschwächen oder ein geschwächtes Immunsystem können die Folge sein. Das heißt, es hat einen wichtigen Grund, warum der Körper Stress empfindet und auch Stress ausschüttet sozusagen oder daraus diese Hormone ausschüttet. Man braucht die Stressantwort, man braucht die Reaktion des Stresssystems, um gut mit solchen herausfordernden Situationen noch umgehen zu können. Also das ist ganz wichtig. Was aber natürlich ein Problem darstellt, ist, wenn die Stressreaktion überreagiert oder wenn ich das zu lange mache. Ja, wenn ich die ganze Zeit auf 110-120% des Körpers arbeite und da gar keine Ruhephasen mehr reinbekomme, dann kommt es möglicherweise bei manchen Personen eben zu Schäden oder zu Folgeschäden, zu Erkrankungen. Also, kurzzeitig ist Stress nichts Schlimmes, sondern hilft uns dabei, mit besonderen Situationen klarzukommen. Nur wenn wir gar keine Pause mehr bekommen,
dann wird es gefährlich. Und dann kann Stress zum Beispiel auch einen Burnout oder eine Depression auslösen. Zurück bei Valentina Vapo. Auch sie hatte schon mit Depressionen zu kämpfen. Du sagst, du warst in Therapie. Magst du erzählen, warum? Also, Also ich war einmal während der Schule, also als ich in der Oberstufe war, relativ lange in Therapie wegen Depressionen. Und dann letztes Jahr, also 2020 bis 2021, auch wieder wegen einer Rezidivdepression, also einer wiedergekehrten Depression, bis zum Sommer, also bis August ungefähr. Was würdest du sagen, welchen Anteil an der Depression hatte dein Nutzungsverhalten auf Social Media oder generell vielleicht auch Social Media? Ich glaube, es ist ziemlich schwer zu sagen. Also ich habe in meinem Buch auch geschrieben, Social Media kreiert keine Depressionen so, sondern es kann sowas eben vor allem verstärken. Es war auf jeden Fall so, dass es ganz andere Dinge waren, die dazu geführt haben, dass ich depressiv wurde. Aber als ich wirklich in dieser mittel- bis schweren Depression irgendwie drinnen war, war ich auch so körperlich taub und konnte halt nichts mehr machen. Das eins der wenigen Dinge, die ich halt machen konnte, so Social Media war. Und das hat es dann einfach nur komplett viel schlimmer gemacht. Warum? Das ist die Konfrontation mit der eigenen Unzulänglichkeit. So. Weil du einfach nur siehst, alle sind glücklich und du hast eigentlich so ein tolles Leben und so viele Privilegien und bist trotzdem unglücklich und undankbar deswegen, obwohl du ja eigentlich medizinisch gesehen gar nichts dafür kannst. Hast du denn in den letzten Monaten irgendwas verändert an deinem so Verhalten, wie du Social Media nutzt? Meinst du jetzt als Konsument oder als Produzent? Beides. Auf jeden Fall. Also ich habe mega viel eigentlich verändert. Eben im Zuge dieser auch Therapie und dieses sich mehr um mich selbst so zu kümmern, diese Selbstfürsorge, da halt eben versuchen halt Limits zu setzen. So zum Beispiel, ich in der ersten Stunde im Tag benutze ich mein Handy gar nicht. Also ich wache nicht auf und gehe erstmal ans Handy. In den letzten 1 bis 2 Stunden des Tages bin ich auch nicht am Handy. Ich habe mein Handy immer in der Küche so. Aber wie gesagt, das ist halt so ein Battle jeden Tag. Also wie auch in der Screentime. Manchmal habe ich 2 Stunden und bin mega happy. Und manchmal klappt es halt auch irgendwie nicht so gut. Und dann sind es halt irgendwie 5. Ja, danke für deine Zeit. Und ich wünsche dir auf jeden Fall, dass deine Social Media Karriere so läuft, wie du dir das vorstellst. Dankeschön. Habe ich auch gefreut, dass du da warst. Wenn wir also merken, dass uns das ständige Scrollen am Handy nicht gut tut, dann sollten wir dringend gegensteuern. Und das werde ich auch versuchen. Screentime ist ja ein Stressfaktor, den die meisten von uns selbst in der Hand haben. Es gibt ja ganz viele Faktoren, gegen die kann ich was tun. Manche sind aber auch unkontrollierbar. Wie ist das mit so chronischem Stress? Was kann der letztlich bei mir ausrichten? Ich glaube, das ist so ein bisschen die Gefahr, dass man manche Effekte von Stress jetzt so initial gar nicht spürt. Ja, es gibt natürlich Effekte auf den Körper, die auch über einen längeren Zeitraum dann sichtbar werden. Ja, man wird zum Beispiel häufiger krank vielleicht, weil das Immunsystem langfristig unterdrückt ist. Man hat Magen-Darm-Probleme, Verdauungsstörungen und. Ja, Bluthochdruck. Also es gibt eine ganze Reihe von körperlichen Folgen, die von so einer chronischen Stresssituation ausgehen, ist aber auch nicht immer 1:1 zuordnenbar. Das ist, glaube ich, auch das ganz Gefährliche daran, dass die Einzelperson sagt, ich schaffe das schon irgendwie und ich komme da schon irgendwie durch und dann so lange sich so einer unkontrollierbaren chronischen Stresssituation aussetzt, bis es dann auch eigentlich zu spät ist. Weil wenn einmal die psychiatrische Erkrankung sich entwickelt hat oder die stressinduzierte Erkrankung sich entwickelt hat, dann ist es häufig zu spät. Und dann, also zumindest so, dass dann wirklich ein sehr langer Krankheitsverlauf einem bevorsteht und mit sehr viel Therapie und so. Das geht dann auch nicht von heute auf morgen weg. Eine sogenannte stressassoziierte Erkrankung zu bekommen, ist eben kein abstraktes Risiko. Jeder 5. bis 10. Mensch in Deutschland erkrankt im Lauf seines Lebens an einer Depression. Frauen sind dabei etwa doppelt so häufig betroffen. StressforscherInnen haben bestimmte Marker ausfindig gemacht, wann Stress gefährlich wird. Es kommt auf den Zeitpunkt im Leben an. Trifft uns starker Stress im Mutterleib, als Kleinstkind oder später im Jugendalter, kann er unser Hormonsystem nachhaltig negativ verändern.
Es geht auch um die Dauer des Stresses. Ist er zeitlich begrenzt oder geht er über einen langen Zeitraum? Die Intensität. Können wir das stressvolle Ereignis bewältigen oder erleben wir es als traumatisch und unkontrollierbar wie eine Naturkatastrophe oder Gewalt? Und wie ist der Kontext? Bin ich gut in ein soziales System eingebunden oder muss ich das Ereignis alleine bewältigen? Weil so viele Menschen potenziell krankmachendem Stress begegnen, arbeiten ForscherInnen wie Matthias Schmidt an präventiven Maßnahmen. Grundlagenforscher Matthias Schmidt untersucht bei Mäusen, was Stress im Körper bewirkt und welches Verhalten er auslöst. So will er auch herausfinden, wie man unempfindlicher gegen Stress werden kann. Matthias, was konnte man denn in Versuchen für die Stressforschung herausfinden? Also wir beschäftigen uns natürlich sehr stark mit Sozialverhalten und haben uns auch die Effekte von Stress auf Sozialverhalten angeschaut. Und da haben wir hier so eine Arena, wo wir zwei Mäuse jetzt wirklich frei miteinander interagieren lassen. Und ganz wichtig ist, dass wir da mit einem Computerprogramm letztendlich die Position der Mäuse und auch die einzelnen Körperteile der Mäuse markieren können und dementsprechend da Schlussfolgerungen ziehen können. Und was man hier zum Beispiel sieht, ist die schwarze Maus, ist eine nicht gestresste normale Maus und die verhält sich letztendlich ganz normal, geht einer anderen Maus hinterher, schnüffelt sie und versucht letztendlich soziale Kontaktaufnahme zu betreiben und zu gucken, wer ist denn das und wie möchte ich mit dieser Maus umgehen. Und wenn ich jetzt mal in einen Video gehe von einer Maus, was die Stress ausgesetzt war, dann sieht man, dass das Verhalten ganz ein anderes ist. Dann sieht man, dass die Maus letztendlich ein Vermeidungsverhalten zeigt und sehr irgendwie von dem sozialen Partner versucht, sich wegzubewegen und eben kein normales oder gesundes Sozialverhalten einer Maus abbildet. Und das ist so einer der Punkte, wo wir ansetzen können, wo wir sagen können, wir sehen, dass Stress tatsächlich das Sozialverhalten ganz direkt beeinflusst und können jetzt dann eben schauen, welche Behandlungen oder welche Manipulationen können wir anwenden, um, obwohl die Maus gestresst ist, so ein Verhalten zu vermeiden. Die Forschung von Matthias, die dient einem größeren Plan. Es soll zum Beispiel in Zukunft möglich sein, über Wearables, also zum Beispiel über Smartwatches, meinen Stresslevel zu messen. Und die warnt mich dann, wenn der zu hoch wird. Unser Stresslevel wird wohl weiter zunehmen. Nicht nur durch Informationsflut und Pandemie, sondern auch durch den Klimawandel. Die Auswirkungen des Klimawandels treibt auch eine Gruppe von Psychologen und Psychotherapeutinnen um, wie Katharina van Brunswick. Sie engagiert sich bei den Psychologists for Future. Hi Katharina. Hi Frank. Ich habe auf einer Fridays for Future Demo habe ich zwei Aktivistinnen getroffen, nämlich Lukas und Clara. Hast du zufällig dieses Video bekommen, das wir dir geschickt haben? Ja. Könntest du dir das anschauen? Kannst du mal sagen, welche Gefühle das auslöst in dir, wenn du an Klimawandel denkst, an die Erderwärmung, an all das, wovor wir vielleicht auch einfach stehen jetzt global? Ja, natürlich schon ein bisschen Angst und Befürchtungen, also schon eher negative Gefühle. Aber ich sehe auch eben die Möglichkeit, wir können noch was dagegen machen. Mhm. Ja, du versuchst das Ganze eher positiv genau. zu sehen. Und, weil ich sonst nicht packen würde, glaube ich. Ja. Was würde das heißen, dass du das nicht packen würdest? Ja, wahrscheinlich würde ich depressiv oder sowas werden oder die ganze Zeit nur rumheulen. Ich finde, dass man hier ganz deutlich sieht, auch gerade als du die junge Aktivistin befragt hast, dass eigentlich aktiv zu werden der allerbeste Umgang damit ist. Dass wir uns in einer systemischen Krise befinden und dass wir gesellschaftlich Veränderungen brauchen. Und andere Leute verdrängen das Problem vielleicht eher, fühlen sich vielleicht auch nicht zuständig. Und dann ist ja die Frage, was ist der bessere Umgang? Und ich würde sagen, diejenigen, die sich für Lösungen einsetzen, haben den langfristig gesünderen Umgang damit als diejenigen, die das Ganze wegschieben. Hast du noch so einen Tipp, wie man sich vor zu vielen Sorgen bezüglich des Klimas schützen kann oder wie man damit besser umgehen kann? Ich glaube, ein Stück weit geht es auch darum, ein bisschen Stimmungsmanagement mit sich selber zu machen und zu sagen, okay, ich gebe mir nicht immer die volle Dröhnung Katastrophe, jeden Tag 5 Stunden, sondern es gibt vielleicht auch einfach Zeiten, da darf die Welt gut sein und ich muss mich nicht mit der Krise beschäftigen. Globaler Stress, wie eben die Angst vor einer drohenden Klimakrise, betrifft uns jeden Tag, genauso wie zum Beispiel Zeitdruck. Wann das Stresslevel aber zu hoch ist, das ist sehr individuell.
Und bei zu viel Stress kann es nicht nur zu Schlafstörungen oder gedrückter Stimmung kommen, es können sich auch Prozesse in den Zellen verändern. Kommen wir also zurück auf die Zellebene. Forschende arbeiten gerade daran, die Prozesse in unseren Zellen besser zu verstehen, damit wir rechtzeitig handeln, bevor wir zum Beispiel in eine Erschöpfungsdepression kommen. In Bonn untersucht Molekularbiologe Nils Gassen körpereigene Mechanismen und Stoffe, die gegen Stress helfen können. Unter anderem forscht er mit einem Nahrungsergänzungsmittel, das manchen schon als neues Wundermittel gilt. Bewiesen ist das aber noch nicht. Dann gut. So kommt's. Schmeckt nicht schlecht, schmeckt nicht extrem. So ein bisschen so, als hätte ich irgendwie so Flohsamenschalen oder so in dem Getränk gehabt, aber... Was genau hat das jetzt eigentlich mit Stress zu tun? Hier drin befinden sich Polyamine, das sogenannte Spermidin. Und Spermidin ist ein Förderer der Autophagie. Und Autophagie ist ein Mechanismus, den wir identifiziert haben als Anti-Stress-Mechanismus. Also ich spüre jetzt gerade noch nichts. Aber nach welcher Zeit müsste ich denn, wenn ich das regelmäßig einnehme, was spüren und was wäre das? Also wir und andere Forschungsgruppen sehen nach etwa 3 Wochen Einnahme von einer relativ hohen Dosis des Spermidins, sehen die dann molekular, aber auch in Verhaltensversuchen Unterschiede. Klar könnte ich dafür auch meine Ernährung umstellen. Spermidin ist zum Beispiel in Brokkoli, Weizenkeimlingen oder Cheddar-Käse. Ich müsste aber ganz schön viel Brokkoli essen oder einen ganzen Leib Cheddar. Und das wäre dann, Stichwort Fettgehalt, gar nicht mal so gesund. Aber grundsätzlich hätte ein bisschen mehr Spermidin im Essen wohl eine positive Wirkung auf das Stresssystem meines Körpers. Verschiedene Aspekte aus dem Kognitionsbereich, Schlaf, der Stoffwechsel verbessert sich. Und darüber wollen wir versuchen, die depressiven Symptome zu reduzieren. Und habt ihr denn da schon erste Ergebnisse? Also könnt ihr da schon was sagen? Also wir haben Ergebnisse in der Maus gewonnen und auch da können wir schon sagen, dass das in die richtige Richtung geht. Also die Mäuse, die vorher depressiv gemacht wurden oder sehr stark gestresst wurden, die zeigen nach der Einnahme von diesem Supplement reduziertere Stressmarker. Bei gesunden ProbandInnen gibt es erste Ergebnisse, die in dieselbe Richtung zeigen wie die Experimente mit Mäusen. Auch Studien zum Ausdauersport zeigen, dass sich unser körpereigener Anti-Stress-Mechanismus verbessern kann. Und auch Heilfasten unterstützt die Autophagie, also den Zell-Recycling-Prozess. Beim Fasten weiß man ja schon lange, dass das irgendwie gesund sein soll. Das heißt, wenn ich jetzt als Experiment sagen würde, ich faste mal, wie lange müsste ich das machen? Wo wir uns jetzt mit auskennen, wo wir auch in der Studie zu haben, ist das klassische Heilfasten nach Otto Buchinger. Also du müsstest dann 5 bis 7 Tage maximal 500 Kilokalorien zu dir nehmen. Dann gibt es ein Fastenbrechen, dann eine Refeeding-Phase. Also es wird dann wieder erhöht Kalorien zugeführt. Glaubst du, das würde was bei mir bewirken? Und wie könnte man das feststellen? Weil ich fühle mich eigentlich jetzt fit und gesund. Wie könnte man das feststellen? Also wir müssten dann vor der Fastenprozedur dir mal Blut annehmen. Lass uns das einfach mal machen. Ihr nehmt mein Blut und analysiert es. Nils wird jetzt meinen Autophagie-Level bestimmen. Und dann erst wieder, nachdem ich gefastet habe. Eine Woche nichts essen, um meinen Anti-Stress-Mechanismus im Körper zu pushen. Was habe ich mir da eingebrockt? Wie reagiert euer Körper, wenn ihr gestresst seid und was tut ihr dagegen? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich habe für diese Doku-Serie ein paar Selbstversuche gemacht. Ich habe mir angeschaut, wie der Stressfaktor Diskriminierung krank machen kann und was wirklich gegen Stress hilft. Die komplette Serie findet ihr hier oben in der ARD-Mediathek. Und hier geht's zu einem Film aus unserer Reihe Warum sind psychische Krankheiten immer noch ein Tabu? Den fand ich wirklich beeindruckend.